Innersum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Es ist jetzt schon etwas länger her, mal wieder, aber es hat auch einen ausschlaggebenden Grund. Letzte Woche, ja, da gab es für diejenigen unter euch, die halt exzessiv GTA Online spielen, wieder eine sehr, sehr gute Aktionswoche mit doppelt Geld auf gewisse Immobilien, die man ja mit Ware vollstopfen konnte und rausballern musste mit dem Verkauf. Und da war ich mit meinen Jungs ganz gut dabei. Aber da jetzt diese Woche nichts ansteht, habe ich mir gedacht, komm, jetzt wird rausgeballert. Im Viadukt Rigelino in dieser Mission sind wir immer noch stehen geblieben. Und ich hatte, ja, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, mich nochmal sehr genau umgesehen auf der Karte. Erstmal weg da vom rauschenden Wasserfall. Ja, wo soll ich anfangen? Wir haben ja nur noch einen einzigen Brief aus der Heimat, ne? Und ich bin jetzt wirklich gut eine Dreiviertelstunde hier auf der Karte nochmal rumgelaufen, habe jedes Gebäude durchsucht, habe geguckt, ob das vielleicht noch irgendjemand bei sich trug. Aber Fehlanzeige. Es war weder in einem Haus, noch trägt das irgendwer bei sich, den wir schon in den vergangenen Aufnahmen, ja, abgemurkst hatten. Falls ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, wo läuft der Typ jetzt eigentlich hin? Ich kann es euch sagen, der letzte Brief aus der Heimat, der uns noch fehlt. Er ist so offensichtlich. Er ist so verdammt nochmal offensichtlich, ne? Aber was ihn schwer macht, ausfindig zu machen, wie ich finde, ist der Kontrast. Ich meine, da scheint ja auch ganz gut die Sonne drauf, ne? Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Aber wir wollen uns damit jetzt gar nicht mehr lange aufhalten. Der gute Oschi da hinten wird nämlich auch gleich das Zeitliche segnen. Aber zuallererst lesen wir uns den Brief mal durch. Die RAF. Lieber Ingemar, ich muss dir etwas sagen, mein Liebster. Die RAF, also die Royal Air Force, hat Krefeld angegriffen. Wir waren auf dem Weg zum Bunker, als eine Mauer einstürzte und Lulu, die nicht schnell genug war, unter sich begrub. Ich hoffe, das ist ein Haustier, weil so möchte ich keinen Menschen namentlich benennen. Es gelang uns zwar, sie zu befreien, aber wir konnten ihr Bein nicht mehr retten. Sie trägt ihre Verletzung tapfer mit Fassung, aber ich habe ein so schlechtes Gewissen. Ich hätte schneller laufen müssen, aber die Bombe kam aus heiterem Himmel. Es tut mir so leid, mein Liebster. Deine Frau Beate. Da in diesem Text nicht weiter darauf eingegangen wird, ob das jetzt Tochter oder Haustier ist. Ich hoffe wirklich inständig, dass das ein Haustier ist. Ob Katze oder Hund. Oder egal was, aber Hauptsache kein Mensch. Lulu. Allein, hoppala, allein schon wie das klingt. Das erinnert mich ein bisschen an Lilo und Stitch. Aber ob die auch so ein Alien-Viech bei sich haben in ihrer Familie? Ich wage es an der Stelle dezent zu bezweifeln. Nun denn, es wird Zeit, das Eisenbahngeschütz zu zerstören. Wir hatten ja auch dabei schon das, also die Sprengladung angebracht, die Rucksackladung. Für mich der beste Ort, das, ja, das Ding zu treffen, auch wenn es nicht sonderbar einfach ist, ist hier aus dieser kleinen Felsspalte in der Höhle drin. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das Ding dementsprechend gut treffen oder nicht. Erstmal gucken, das Ding ist auch, ja,
Zum Teil verdeckt durch die Eisenstange. Aber davon lassen wir uns ja nicht abhalten, ne? So. Jetzt muss ich für den Schuss echt mal ein bisschen näher an den Fernseher, weil sonst sehe ich das Ding nicht. Ach du meine Güte, ist das Ding klein. Okay, wir versuchen es einfach mal. Zum Schutz der Partisanen. Und für die Beendigung unseres Auftrages. Ja, was sagt man dazu? Leute, wir haben es geschafft. Adios, Muchacho. Da geht es hin. Sehr schade, wie ich finde, um das Viadukt an sich. Bei solch schönem Bauwerke sollte man einen solchen Schaden nicht zufügen. Aber das war ja in der Hinsicht absolut zweitrangig. So, was sagt denn die Nachbesprechung des Einsatzes? 108 Kills. Ja, das werde ich mir jetzt mal ganz kurz hier notieren, bevor wir weitermachen. Damit ich das nämlich nicht vergesse. Ich führe ja, wie ihr wisst, und wer die anderen Parts gesehen hat, Buch darüber, wie die Missionen ausgefallen sind. So, da hätten wir einmal Viadukt, schreibe ich jetzt einfach mal als Mission hin. Viadukt. So. 108 von 108 Geistkills. Aha. Und wir hatten insgesamt den Pantherturm vernichtet, das Halbkettenfahrzeug. Das macht insgesamt 3 Kills mit Sprengstoff. Das werde ich auch mal hinschreiben. Drei Sprengstoffkills. So. Und der eine Typ, den wir bei der bei dem Munitionslager gekillt hatten. Das war der Typ, der auf diesem, ja, kleinen Gerüst stand an diesem Baum. Es war einmal ein Granatenkill. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Halbkettenfahrzeug, Pantherturm. Ach so. Ja, das, wir hatten nicht 3, wir hatten 5. 5 Sprengstoffkills, weil es gab ja da noch bei dem Platz, wo die ganzen Laster standen, ist ja noch dieses italienische, würde ich jetzt mal behaupten, das italienische, wie sagt man denn? Ja, dieser Panzerwagen, dieser Radpanzer, ist ja da auch noch rumgedümpelt. Und da war ja auch der Fahrer und der Kanonier. Also 5 Sprengstoffkills und ein Granatenkill. Und insgesamt kommen wir dann auf die 108 Kills. Allesamt im Geiste. Hm? So, aber nun zur Einsatznachbesprechung. Endstation. Wir haben das Eisenbahngeschütz der Nazis auf dem Viadukt von Rigilino aus dem Verkehr gezogen. Die Partisanen können das Gebiet jetzt einnehmen. Ich hoffe, das überzeugt den Engel und ihre Kameraden, dass sie mir und den Alliierten vertrauen können.
Außerdem wird der Vormarsch so um einiges leichter, wenn es zu einem Eindringen ins Landesinnere kommt. Ja. Genau. Wir haben auch alle optional und die Hauptziele, es bestand ja nur daraus, das Eisenbahngeschütz zu vernichten, abgeschlossen. Mit nicht ganz, aber ansatzweise 5 Stunden Spielzeit in dieser Mission. Und nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, keine Zwischensequenz. Ich hätte gedacht, da kommt irgendwas. So. Von dem schicken Waldgebiet begeben wir uns jetzt in der 4. Mission nach der Lorino-Werft. Ein Aufklärungsflugzeug der Alliierten hat eine geheimnisvolle Fracht entdeckt, die zur Werft nach Lorino gebracht wurde. Unsere Aufgabe ist es, sich im Schutz der Dunkelheit dort hineinzuschleichen, um dahinter zu kommen, was die Deutschen im Schilde führen. Finde heraus, woraus die Fracht besteht und wofür sie bestimmt ist. Bereite dann das Gebiet für einen geheimen Bombenangriff der Alliierten vor. Ja. Gut. Genau, Hardcore bleibt, das ist logisch. Jetzt werden wir erstmal wieder unseren Mannequin darauf auslegen, dass wir hier natürlich jetzt nicht mehr so rumlaufen können, ne? Das ist ja ganz klar. Ich habe auch schon eine Idee, und zwar das Lee Enfield, bin ich der Meinung, würde ich jetzt mal hinzuziehen. Winchester Ross, das war ein kanadisches Ding. Ja, genau, wir machen das mit der Lee Enfield, auch ein sehr, sehr gutes Gewehr seinerzeit. Vor allem muss man bedenken, dass dieses Ding keine 5-Schusskammer besaß, sondern halt 2 Streifen A5 Schuss laden konnte, also insgesamt 10. War natürlich doppelt dementsprechend gut ausgelegt. Und das werden wir uns jetzt auch mal zu Rate ziehen. Und was haben Briten natürlich ihrerzeit auch noch gehabt? Logisch. Die Sten. Hauen wir auch noch rein. Und falls wir hier noch eine britische Pistole haben. Ja, der Webley Revolver ist schon ein bisschen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die High Standard HDM fand im Zweiten Weltkrieg beim OSS als schallgedämpfte Waffe in Sondereinsätzen Verwendung. Dank ihrer 22er IFB niedrigen Energiepatronen. Gehört sie zu den sehr leisen halbautomatischen Waffen, besonders effektiv auf kurze Distanz. Das OSS war oder ist ja hier in dem Spiel mit von den Briten. Also würde ich sagen, packen wir die mal ein. Jetzt fehlt natürlich nur noch genau unser Charaktermodell. Und ich würde mal sagen, wir hatten jetzt in der ersten Mission ihn. In der zweiten hatten wir, ich bin der Meinung, sie. In der dritten hatten wir hier meinen besten Typen. Also würde ich jetzt wieder sagen, gehen wir wieder auf eine Frau. Eine Agentin im operativen Dienst der britischen SOE. Ausgestattet mit winddichter Tarnkleidung für Nachteinsätze. Genau diese Person werden wir jetzt auch benutzen. So, dann lasset uns mal starten. Ich gucke jetzt währenddessen mal auf den Timer, was der so sagt. Ja, wir haben noch 14 Minuten. Dann werden wir noch gut was sehen können. Also, ne, erwartet nicht allzu viel, aber ein bisschen werden wir schon hineinschnuppern können. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs.
Die Aufnahmen aus dem abgestürzten Flugzeug zeigen groß angelegte Waffenlieferungen auf dem Weg zur Werft in Lorino. Findet diese Waffen. Ende. Hab verstanden. Ende. Ja, von dem ehemaligen Piloten, den wir bergen sollten in der Kirche bei Rigelino. Ihm haben wir es auch überhaupt zu verdanken, dass wir diese Mission jetzt überhaupt spielen können. So. Ich habe eigentlich keinen Bock, Kanter, ne? Du weißt das selbst, aber... Naja. Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit, Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Gut. Aufklären, herausfinden, was und wohin es gehen soll. Und dann lasset die Bomben regnen. Was bedrückt sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja. La Terza also. Gut, kommt auf die To-Do-Liste. Wenn's weiter nichts ist. Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Das OSS wusste von seiner Entführung. Aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Ja, man kann schon nachvollziehen, warum sie dann dementsprechend auch misstrauisch gegenüber den Alliierten ist. Bei so einer Aktion wäre ich auch pissig. Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Böhms Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem nichts. Kein Wort. Tut mir leid. Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja. Richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben.
Freuen Sie sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Faden. Wir brauchen Munition, Treibstoff, Medizin. Heilige Madonna, vor allem Medizin. Typhus? Er grassiert in Alagra. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome. Wir wissen, dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Wenn sie herausfinden, wo er lagert. Ich gebe mir Mühe. Ich persönlich habe da aus diesem kleinen Gespräch zwei Parallelen herausgehört. Zum einen das mit dem Dichter und seiner großen Flamme, die aus einem winzigen Funken entspringt. Hört sich für mich nach Dark Souls an. Und das andere mit, ja, er war mein Vater und ihr Anführer. Gerade jetzt, wo es aktuell diesen neuen Trailer gibt zu dieser Neuauflegung von König der Löwen, ne? Hört sich für mich sehr danach an. So, Taschen voll gestopft. Wir haben nun mit jedem gequatscht, den es hier zu treffen gibt. Dann lasst uns mal loslegen, sofern wir noch die Zeit dafür haben. Hier wimmelt es von Wachen. Ich bleibe lieber im Schatten, um Informationen zu sammeln. Ganz recht. Das wäre auch taktisch nur klüger. So, das hätten wir. Die Stan ist sowieso nicht mit Schalldämpfer auszustatten. Klar, ne? Okay, gut. Unser erster nicht ganz freundlich gesinnter Typ. Eine S-Mine. Helmut Lier, 26 Jahre alt. Seit Mai auf der Werft stationiert. Okay. Gut. Verschaffen wir uns mal einen Überblick über die Karte. Ich glaube, wir hatten irgendwo das Gespräch hier oben irgendwo gehabt. Bevor wir jetzt hier mit dem Boot gerade gelandet sind. Was sagen denn die Ziele? Deaktiviere oder zerstöre die Hafenflugabwehr. Ja, finde heraus, was die Deutschen transportieren. Wohin die Lieferwagen... die Lieferungen gebracht werden sollen. Das ist La Terza. Plündere die deutsche Waffenkammer. Und den Impfstoff finden. Also wir werden auch hier wieder ganz gut mit Einsatzzielen eingedeckt sein. Daran wird es uns nicht mangeln. Und dann schauen wir mal, wie sich die Lage hier so entwickelt, ne? Okay, der scheint ja da momentan ganz schön beschäftigt zu sein. Aber das ist nur einer von vielen, aber dafür der erste aus dieser Mission. Danke auf jeden Fall schon mal für die S-Mine. Gerade so die wertvollen Sprengsätze, die können echt ganz gut. Einem den Hintern retten. Brief in die Heimat, Herkules. 19. Juni 43. Lieber Vater, das mit Herkules zu lesen tut mir sehr leid.
Er war ein gutes Pferd. Wie willst du nun das Feld pflügen? Shire-Pferde sind teuer. Ich weiß, dass du am liebsten nichts davon hören würdest, aber vielleicht solltest du dir das Angebot von Herrn Schröder noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Er wird dir einen sehr guten Preis für das Pferd machen. Außerdem bleiben dir noch die Kuh und die Schweine. Ich schicke dir etwas Geld, sobald ich kann. Bitte denk darüber nach. Dein dich liebender Sohn Helmut. Ja. Nicht wahr? Lars Kiesel. Glaubt, dass hiesige Gangster hinter dem Lagerdiebstählen stecken? Der hat sich aber ganz schön laut geräuspert. Da fehlt was, meine Leute. Da fehlt was. Wenn ich nur wüsste, was. Wie sieht es denn da hinten aus? Oh. Der hat nichts Wertvolles bei sich. Hauptsache erstmal markieren, das ist ganz wichtig. So weit haben die nichts bei sich. Ein Ringstand. Ja, wie man schon unschwer erkennen kann, eine Rucksackladung, das wird ein Sprengstoffkill. Okay, oh. Ah, ein Verbandskasten. Okay. Wir observieren erstmal, bevor wir hier irgendwas machen. Schon wieder ein Minenfeld. Gut, der dreht sich weg. Aha. Aha. Fast nicht gesehen, den Oschi. Auch solche Tellerminen, Stolperdraht, immer mitnehmen. Wenn man jetzt nicht explizit so darauf ausgelegt ist, wie ich alle versuchen mit dem Messer zu killen, ist sowas hier echt schon ganz nützlich. Sonst keine Mine mehr? Umberto, Äthiopien-Veteran. Und da geht unser Melder. Es ist Zeit. Der Part ist vorbei. Ich hätte noch ganz gerne hier das Licht ausgeworfen mit dem Stein, aber gut, das. Ja, ich weiß ja Bescheid. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Na, okay. Gut. Ich hoffe, euch hat der Abschluss der letzten Mission gefallen und wir können jetzt hier ja beim nächsten Mal gepflegt weitermachen und mal sehen, wie wir uns hier durch die feindlichen Reihen schnetzeln. Aber das alles im nächsten Part. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite 4.